Und jetzt kommt die Holokarte direkt. Ja! Yeah! Auch ihr seid ja wahrscheinlich nicht am Pokémon-Karten-Hype vorbeigekommen. Starmie. Oh mein Gott! YouTuber und Streamer öffnen alte Booster und geben dafür unfassbar viel Geld aus. Wir brauchen dafür Geld. Im besten Fall sehr, sehr, sehr viel Geld. Two boxes, 675, it's done. Let's do it, let's do it. Aber diese Sammelkarten werden auch immer wertvoller. Die liegt preislich ungefähr bei 40.000 aktuell. Wir haben 40.000 schon abgelehnt dafür, weil es für uns nicht in Frage kam, zu verkaufen. Das Ganze wird aber auch kritisch gesehen. Diese Karten und Booster sind tatsächlich auch für Kinder gedacht. Und wenn ich sehe, dass etliche Packs für mehrere tausende Euros gerade verkauft werden auf eBay, finde ich das tatsächlich wieder ein bisschen shit. Ich habe eben gerade ganz frisch aus 1000 Euro 100 Euro gemacht. Ja, das ist 90% Verlust, das ist ordentlich. Also woher kommt dieser krasse Hype gerade und kann man mit diesen Karten wirklich reich werden? Ich bin hier gerade im Keller von meinen Eltern und habe meine alten Pokémon-Karten gesucht und bin fündig geworden. Das hier sind die, sind schon ganz schön viele. Pokémon war auch bei mir früher voll das Ding. Also ich habe Pokémon-Karten gesammelt, ich habe die Serie und die Filme geschaut, ich habe jedes Gameboy-Spiel davon gespielt. Ich habe sogar gesehen, ich habe noch ein altes Pokémon-Poster. Also früher wollte ich selber gerne Pokémon-Trainer werden. Hat leider nicht geklappt. Jetzt frage ich mich natürlich, sind meine alten Pokémon-Karten jetzt vielleicht richtig was wert? Um das herauszufinden, treffe ich mich mit Sebastian, Yannick und Aaron. Die drei haben eine der wertvollsten Pokémon-Kartensammlungen in Deutschland. Das ist jetzt eure Sammlung. Das ist die Sammlung jetzt, genau, richtig. Das ist jetzt so von uns dreien so die ganzen Schätze quasi. Wie viel ist das jetzt alleine schon wert? Das dürfte jetzt schon ein Siebenstelle, also knapp eine Million. Krass. Ist das, die jetzt hier auf dem Tisch liegt. Boah, verrückt. Warum findet ihr das so faszinierend, irgendwie diese Karten zu sammeln? Ich denke mal, das kommt eigentlich immer noch von der Kindheit irgendwie. Also diesen Moment will man nie vergessen, als man mit den besten Freunden im Kreis zusammenstand. Glaube ich, ist bei euch genauso, oder? Und diese Päckchen aufgemacht hat. Und dann eben die beste Glitzerkarte rausgezogen hat, Glurak. Und alle haben sich mitgefreut, einfach noch dieses Gefühl, dieser Nostalgietrip irgendwie. Also ich empfinde was für die Karten, so lächerlich sich's vielleicht anhört, aber es war halt irgendwie meine Kindheit. Wie hat sich das jetzt entwickelt, der Wert, so in den letzten Jahren? Keiner von uns hat jetzt jemals ansatzweise so viel Geld dafür ausgegeben. Die Preise haben immer den gemacht, die ganze Zeit. Und alles, was man über die letzten Jahre verkauft hat, wenn man doch mal was abgegeben hat, hat man dann am Ende bereuen müssen eigentlich. Also die Preise sind die ganze Zeit gestiegen und man hat immer das Gefühl, dass der Höhepunkt erreicht wäre, dass man vielleicht mal verkaufen sollte. Jetzt gerade, weil die Preise crashen können, das war nie der Fall. Es ist immer gestiegen, man musste immer bereuen, was abgegeben zu haben. Das ist meine erste Glurak-Karte, die ich mir, ich glaube 2016 war es, gekauft habe für 36,50 Euro bei eBay. Alle meine Freunde und ich selbst haben mich für bescheuert erklärt. Ich dachte, warum gibst du so viel Geld dafür aus? Ja, mittlerweile bewegen wir uns wahrscheinlich bei 1.500 oder sowas. Zum Beispiel das Display, was hier noch steht, da habe ich 2006 25 Dollar für bezahlt. Das sind 45.000 Euro aktuell entstanden tatsächlich, ja. Crazy. Was ist so die wertvollste deutsche Karte? Die wertvollste deutsche Karte ist im Endeffekt das Glurak aktuell. In der Bestbewertung PSA 10, Gem Mint, da haben wir jetzt drei Stück von. Die liegt preislich ungefähr bei 40.000 aktuell. Wir haben 40.000 schon abgelehnt dafür, weil es für uns nicht in Frage kam, zu verkaufen. Wir sind Sammler, wir möchten die für uns halten. Es war eine harte Arbeit, die aufzubauen, diese Sammlung. Wir machen derzeit eigentlich den ganzen Tag nur Pokémon. Da wäre einfach eine gewisse Leere da. Ich meine, okay, dann müssen wir nicht mehr arbeiten, schön und gut. Aber wir machen das Ganze auch, weil es uns Spaß macht. Wenn das jetzt wirklich alles verkauft würde, wird was fehlen. Da wäre einfach ein Loch im Herzen. Das könnte ich persönlich auch nicht füllen. Habt ihr denn nicht Angst, wenn ihr jetzt diese krassen Werte hier rumliegen habt, dass euch die irgendwer klaut oder so? Seit eigentlich mehreren Jahren schon hat jeder von uns unabhängig ein Bankschließfach, wo wir die Karten auch an physisch verschiedenen Orten aufgeteilt immer bewahren. Das ist heute tatsächlich auch das erste Mal, dass so der Großteil unserer Sammlung an einem Ort ist.
Deswegen haben wir dich auch gründlich durchgecheckt am Anfang. Sehr gut. Wir schauen noch am Ende nochmal, ob was in deiner Tasche gelandet ist. Ja, sehr gut. Ja. Das sind ja schon krasse Summen, von denen wir hier sprechen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was die Jungs zu meinen Karten sagen. Ich habe ja auch meine eigenen Karten mitgebracht und will wissen, ob da vielleicht doch noch Werte bei meinen Eltern im Keller gelagert waren. Wie bemisst sich denn eigentlich so der Wert von einer Pokémon-Karte? Das Wichtigste ist im Endeffekt der Zustand. Ja, es gibt, ich sehe schon mal, da fängt es schon mal mit einer glitzernden Karte an, einer Holo. Wir gucken das gleich mal im Schnelldurchlauf einfach mal durch. Das hier sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich habe die halt wirklich benutzt, ne? Ich habe damit gespielt und so. Ich habe nie die Intention gehabt, dass man da vielleicht irgendwie auf irgendwas achten muss oder... Das geht ja vielen so und das macht ja diese Karten so begehrt. Weil früher sind die über den Schulhof geflogen, ja, jeder hat sie irgendwie mitgenommen, in die Hosentasche gesteckt, ein Gummiband rumgepackt oder was auch immer. Ja, und viele Karten wurden dadurch einfach zerstört. Und wenn ich die jetzt bewerten lasse über das Unternehmen zum Beispiel PSA, haben die nicht mal ansatzweise die Chance, eine 9 oder 10 zu bekommen. Es gibt verschiedene Bewertungsfirmen wie die PSA, die Sammelkarten auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. 10 ist dabei die Bestbewertung und macht die Karte somit sehr wertvoll. Mach oh mai. Ja, das ist die erste aus der ersten Generation. Das ist eine First Edition Karte. Ist vom Zustand her etwas mitgenommen leider. Wenn ich mir die Karte von vorne anschaue, ist als erstes erstmal entscheidend, wie ist die Oberfläche. Sprich, die ist glitzernd, wir haben ein Holo und wir sehen ganz klar, hier sind Kratzer mit drin. Mhm. Heutzutage kommt es aber darauf an, wirklich den Bestzustand zu haben. Und niemand war als Kind so achtsam und hat die Karte direkt in eine Hülle gepackt und gesagt, die wird mal was wert. Ja. Es ist ja auch die schwierigste Karte zum Graden als PSA 10. Die gibt es nur 10 Mal als PSA 10. Hier oben löst sich leider schon so ein kleines bisschen die Folie von der Karte. Ja, also das ist wirklich schon ein relativ schlechter Zustand, um es mal milde auszudrücken. Also meine Karten, die ich so im Keller gefunden habe, da ist jetzt ehrlich gesagt nichts Wirkliches Wertvolles dabei. Also der Zustand ist einfach nicht gut genug. Der Zustand ist leider nicht gut genug. Pack sie dir gut weg, verkaufen würde ich sie nicht. Ja. Ja. Nur mal so als Vergleich, mein Machomai wäre im Top-Zustand 15.000 bis 20.000 Euro wert, so wie ich das hier habe, aber eher so 3 bis 4. Also wir haben heute auch zur Feier des Tages eine kleine Überraschung für dich, die wir vorbereitet haben. Wir haben hier drei Heavy Booster Packs aus der First Edition, Pokémon Basis von 1999, wo wir eben auch schon dieses Display gesehen haben. Und wir haben uns gedacht, da du heute hier bist und wir das auch sehr cool finden, darfst du dir hier eins von aussuchen und das darfst du dann aufmachen. Okay, mega geil. Ich glaube, ich würde mich für das entscheiden. Wie viel sind die jetzt mittlerweile wert? Heavy Booster vielleicht so 2.200 bis 2.500 Euro ungefähr. Krass. Wir würden dich bitten, auf jeden Fall dir vorher die Hände zu waschen mit Seife. Ja. Das entfettet die Hände. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt so, wenn du das aufmachst, die dritte Karte... Die dritte Karte von vorne ist die krasse. Und wir machen es auch ohne Kartentrick, einfach die ersten drei, dann rasten unter Umständen schon aus. Gut, dann seid ihr alle soweit? Na klar. Legen wir mal los. Eine Wasserenergie. Ist das ein Zeichen für Turtok? Ja. Psychoenergie. Und jetzt kommt die Holokarte direkt. Ja! Zapdos, Alter! Nice! Legendärer Vogel. Ich gebe sie dir sofort. Das weiß, Zapdos ist tatsächlich so das Schlechteste. Das war der schlechteste Hit leider. Also, das war, ich habe eben noch scherzhaft gesagt, selbst wenn es ein Zapdos wird. Aber trotzdem. Im Endeffekt ist es trotzdem kein Geld verbrennen für uns, weil wir lassen jede Karte graden. Und wird ziemlich sicher eine 9 oder eine 10 werden. Eine 8 ist das nicht. Zapdos ist jetzt als PSA 10. Haben wir jetzt eins für 2.200 Euro verkauft zum Beispiel. Das ist dann ungefähr der Wert von dem Pack. Wie kommt es, dass es gerade auf einmal diesen krassen Pokémon-Karten-Hype gibt? Die Leute waren schon immer da, die gesammelt haben. Ich würde sagen, früher noch mehr der Karten wegen. Ja. Und mittlerweile ist einfach in den Medien so präsent geworden, das Ganze. Und auch mit diesem Investment,
Tipp dabei, dass man investieren kann, dass man Geld verdienen kann. Was auch so natürlich schon in gewisser Weise stimmt, weil die Karten die letzten 5 Jahre immer gestiegen sind an Wert. Das ist so. Und jetzt gerade mit Streamern und YouTubern und den Medien ist das Ganze nochmal richtig aufgeblasen worden. Dennis war deutscher Meister im Pokémon-Sammelkartenspiel und betreibt mittlerweile einen Shop für Sammelkarten. Wie beurteilst du das Ganze, wie sich das jetzt in der letzten Zeit entwickelt hat? Ich muss natürlich sagen, für mich als Händler ist es natürlich sehr positiv. Unsere Sales steigen natürlich, die Werte der einzelnen Produkte und Karten steigen. Das ist natürlich erstmal schön, aber ich finde, man muss es trotzdem von zwei Seiten sehen. Die eine Medaille ist natürlich, die Preise steigen und dadurch wird es halt für bestimmte Personengruppen auch erst interessant. Einfach weil die Karten jetzt halt so eine kritische Marke gebrochen haben, wo die sagen, okay, was ist ich, unter 50.000 interessiert mich überhaupt nicht. Ist gar nicht, hat gar nicht genug Prestige, als dass es in meiner Vitrine landet, so ungefähr. Das ist natürlich ein cooles Phänomen, auch dass es halt dadurch so eine Massenaufmerksamkeit bekommen hat. Man merkt halt schon, es kommen definitiv Leute in diese Szene, die Geld haben, die richtig Geld haben. Was macht das dann mit den Hobbysammlern? Das macht die Hobbysammler kaputt. Ja, weil derjenige, der sich seinen Kindheitstraum erfüllen möchte, der kann sich zum Beispiel ein PSA 10 Glurak nicht mehr leisten, was 40.000 Euro kostet. Das muss man auch erstmal verdienen. Das ist halt die Downside irgendwie. Also die Leute, die es richtig feiern und das fühlen und einfach gerne Produkt aufmachen wollen, die leiden jetzt so ein bisschen unter den gestiegenen Preisen. Das ist auch immer so das, was ich auch teilweise von Kunden dann höre und als Feedback bekomme. Aber ich bin auch der Meinung, man muss ja nicht die Bestbewertung unbedingt haben. Man kann sich die Karten ja auch einfach bespielt, so wie früher, in seinen Ordner packen und sich so seinen Kindheitstraum verwirklichen. Also ich meine, Kindheitstraum muss ja nicht im PSA 10 Set in Bestbewertung sein. Also jetzt gerade ist das ja so, dass die Karten unfassbar viel an Wert dazugewinnen, irgendwie in kürzester Zeit. Was glaubst du, wie kann sich das weiterentwickeln? Wenn der Media-Hype wegfällt, sinkt das Interesse der Durchschnittsleute auch wieder an der Thematik. Sobald ein Hype nachlässt, wird es auch erstmal dazu kommen, dass sich halt die Preise stabilisieren. Stabilisierung bedeutet halt in der Regel, dass es halt auch erstmal ein paar Dips gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Blut geleckt. Und auch wenn meine alten Karten nichts wert waren, frage ich mich, wie viel Geld man denn so mit Pokémon-Karten verdienen kann. Und vor allem habe ich voll Bock, selber mal so ein Display auszupacken. Was soll ich sagen? Ich habe eins gekauft. Nicht für 45.000 Euro, keine Sorge, aber immerhin für stolze 1.200 Euro. Jetzt mache ich quasi das kleine Experiment und schau mal, ob ich das Geld, was ich reingesteckt habe, auch wieder rausbekomme. Ich glaube, meine Mutter würde mich umbringen. Deswegen einmal kurz Werbung. Der Sponsor des heutigen Videos ist Zephdesk. Wenn ihr jetzt zum Beispiel selber Pokémon-Karten verkaufen möchtet oder ein anderes Business starten wollt, dann ist Zephdesk die optimale Buchhaltungssoftware für euch. Ihr könnt damit einfach mit wenigen Klicks eure Rechnungen erstellen und verschicken und alle Belege an einem Ort sichern. Das geht auch super easy, entweder per Drag and Drop oder ihr scannt sie einfach mit eurem Handy. Und das Coole dabei ist, dank künstlicher Intelligenz erkennt und verbucht Zephdesk die Belege dann ganz automatisch. Also ich finde das praktisch, weil so sind alle wichtigen Dokumente an einem Ort gesichert und es geht nicht mehr so schnell was verloren. Und im Dashboard habt ihr eine super Übersicht über all eure Einnahmen und Ausgaben und diese ganzen Daten könnt ihr dann auch ganz einfach an euren Steuerberater übertragen. Wenn das alles spannend für euch klingt, könnt ihr Zephdesk 14 Tage lang kostenlos testen und mit dem Code TOMATOLIX100 erhaltet ihr die ersten 6 Monate umsonst. Klickt dafür einfach auf den Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt weiter zum Opening. Ich habe mir gedacht, damit ich das Ganze so richtig nachempfinden kann, streame ich das Opening jetzt auch einfach auf Twitch. Außerdem würde das nämlich so ein bisschen in den Rahmen des Videos hier sprengen, wenn ich hier jetzt alle Booster auspacken würde. Und mit als Experte beim Stream dabei ist der gute Yannick. Was würdest du sagen, was ist so die krasseste Karte, die ich heute ziehen kann? Also das krasseste wäre tatsächlich dann das Glurak. Einfach nur ganz normales Glurak in Holo. Die geht jetzt als PSA 10, geht die für ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro über die Ladentheke, obwohl es halt eine Karte ist, die von 2016 ist. Dann hoffen wir mal, dass wir die heute ziehen werden. Ja. Oh. Oh. Mio. Junge. Geil. Oh. Oha. Nice. Ey. Oh. Und jetzt, jawoll, oh. Geil, das ist ein Mega Charizard EX, die wird so für 50, 60, 70 Euro gehandelt, je nachdem was für einen Zustand ich habe. Wenn ich sie graden lasse, kriege ich dafür auch deutlich mehr, 400 Euro würde ich mal schätzen, als PSA 10.
Ja, das hier ist das Ergebnis. Ey, das hat echt richtig Spaß gemacht, die ganzen Booster auszupacken. Und es waren ja auch wirklich ein paar schöne Karten dabei. Wenn ihr das Ganze nachschauen wollt, dann guckt einfach bei mir auf Twitch vorbei, da gibt's nochmal den ganzen Stream. Und wir haben jetzt auch mal ausgerechnet, wie viel das Ganze hier wert ist. Und wir sind da auf ungefähr 600 Euro im ungegradeten Zustand gekommen. Also, wenn man die Karten graden würde, dann wäre es natürlich nochmal ein bisschen mehr. Das Display kostet ja gerade ungefähr 1200 Euro. Das heißt, ich habe einfach fast die Hälfte Verlust gemacht. Die Erfahrung hat auch Trimax gemacht. Ich habe eben gerade ganz frisch aus 1000 Euro 100 Euro gemacht. Ja, das ist 90% Verlust, das ist ordentlich. Das ist, hat stark was von Glücksspiel. Macht das zu Hause auf gar keinen Fall nach. Das ist ein unfassbar teures Hobby. Aber ist das vielleicht wirklich schon Glücksspiel? Das habe ich Rechtsanwalt Christian Solmecke gefragt. Um das zu verstehen, muss man erstmal wissen, was in Deutschland als Glücksspiel bezeichnet wird. Glücksspiel ist dann gegeben, wenn man unter Einsatz von Geld eine Gewinnchance erwirbt und der Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall und nicht von der Fähigkeit des Spielers abhängt. Man könnte also sagen, naja gut, man hat ja nur es vom Zufall abhängig gemacht, ob man eben eine teure Pokémon-Karte in dem Pack hat oder nicht. Aber es droht eben kein Totalverlust des Geldes. Und da haben einige Tests gezeigt, dass diese Pokémon-Karten durchaus den Wert sind, den man dafür bezahlt hat. Und deswegen würde man diese Sammelkarten eher nicht als Gewinnspiele einordnen. Also meiner Meinung nach sollte Pokémon überhaupt nicht als Glücksspiel betrachtet werden, weil es nur als Glücksspiel in Betracht kommt, wenn man es zweckentfremdet. Auch beim Öffnen ist nicht die Intention, du öffnest, um Geld zu verdienen, sondern du öffnest halt fürs Entertainment, weil du Bock auf die Materie hast, weil dir die Karten Freude bereiten. Eigentlich sollte jedem klar sein, wenn ein Display aufmacht, verliert er im Durchschnitt Geld. Sonst würde das Ganze auch keinen Sinn ergeben, weil wenn jedes Display einen Profit erwirtschaften würde, dann würde man einfach unendlich viele Displays kaufen und aufreißen, weil dann gäbe es ja keine Downside mehr davon, das Ding einfach aufzureißen. Also meine Message ist halt, kauft euch Pokémon-Karten, weil ihr das Spiel cool findet und weil ihr Spaß daran habt, die Packs zu öffnen, weil ihr Emotionen daraus zieht und nicht des Geldes wegen. Ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort von Dennis. Wir haben gesehen, alte Pokémon-Karten können teilweise super viel wert werden und ich kann den Hype auch nachvollziehen, weil es einfach Spaß macht zuzuschauen, wie Booster ausgepackt werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man mit seinen alten Karten aus der Kindheit plötzlich super reich ist. Hat euch der Hype auch angesteckt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn ihr mehr über diese Glücksspielthematik wissen wollt, dann schaut bei Christian Solmecke vorbei, der hat ein ganzes Video dazu auf seinem Kanal hochgeladen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.